Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In der heutigen Screencast-Episode wird es darum gehen, wie ihr euer eigenes Gumbio-Theme erstellt. Also, wie ihr aus den gegebenen Layouts euer eigenes individuelles Theme kreiert. Um aber überhaupt erstmal zu der Theme-Übersicht zu gelangen, begebt euch in euren Administrationsbereich und geht in der linken Spalte unter Darstellungen auf Template-Einstellungen. Hier habt ihr einige Einstellungsoptionen für die Startseite, die Artikel-Detailseite, die Artikelübersicht etc. Das ist für unser Video aber eher irrelevant, da wir uns mit den Style Edit 4 auseinandersetzen wollen. Klickt dafür auf Theme bearbeiten und schon öffnet sich eine Bearbeitungsmaske, wie wir sie aus Content-Management-Systemen wie WordPress kennen. Das erste, was ihr machen solltet, ist euer Theme-Template zu duplizieren, um mit dem Duplikat weiterzuarbeiten, wenn ihr Veränderungen vornehmen wollt. Die einzelnen Themes seht ihr, wenn ihr auf den Namen eures aktuellen Themes klickt. Wie wir sehen, sind hier die Standard-Templates Honeygrid und Malibu dargestellt. Duplizieren würdet ihr dieses dann, indem ihr auf den Pfeil klickt und auf Duplizieren geht. Wir gehen für unsere Anpassung zurück und sehen erst einmal eine Dreiteilung der sogenannten Menüleiste in Grundlagen, Bereiche und Widgets. Das Menü Allgemein beinhaltet allgemeine Vorgaben, die für alle Bereiche gelten, also die Farbgebung, die Schriftart, den Hintergrund und die Navigation. Der nächste Menüleistenpunkt wären dann also die Bereiche. Dazu zählt der Header, der Footer, die Kategorien, die Produkte, der Checkout-Bereich, die Menüpunkte und so weiter. Der letzte Punkt sind dann die Widgets. Also im Prinzip Inhaltsboxen, die man in unterschiedlichen Bereichen platzieren kann, wie beispielsweise Textboxen, Bilder, Überschriften, Trennlinien, aber natürlich auch Produkte und Produktlisten. Darunter kann der Expertenmodus aktiviert werden, wodurch uns mehr Anpassungsoptionen in den Bereichen zur Verfügung stehen und letztendlich der Vorschau-Modus, um eine erste Vorschau dessen zu sehen, was wir angepasst haben. Um unseren Gumbio-Shop aber nicht nur desktop-optimiert zu gestalten, haben wir ganz unten die Möglichkeit, sich die Shop-Ansicht auch für das Tablet und Smartphone anzeigen zu lassen. Somit können wir mal als Beispiel den Warenkorb anpassen. Im Bereich Checkout wählen wir den Warenkorb aus und können nun einfach mal die Schriftfarbe der Tabelle verändern. Nach einem kurzen Ladeprozess wird uns die Veränderung auch direkt angezeigt. Eine andere Veränderungsmöglichkeit wäre die Platzierung des Logos. Dieses ist im Header untergebracht, also gehen wir im Bereich Header auf Standard und auf das Logo rauf. Was man nun machen könnte, ist das Logo auszublenden. Dadurch passt sich dann die Header-Leiste an. Wir wollen unser Logo aber wieder haben und dieses weiter runterbringen. Also verändern wir die Logohöhe. Wenn ihr nun zur Startseite zurückgeht und dort ein Widget unterbringen wollt, müsst ihr vorher darauf achten, dass der Vorschau-Modus deaktiviert ist. Ist das der Fall, könnt ihr beispielsweise eine Textbox per Drag and Drop ins Hauptfeld reinziehen. Wollt ihr den Text im Nachhinein verändern oder erweitern, braucht ihr einfach nur auf das Stiftsymbol klicken und könnt den Text anpassen. Mittels Texteditor könnt ihr diesen dann gestalten, wie das Fetten von Wörtern oder die Integration von internen und externen Links. Das trägt zum einen zur Optik bei, kann aber auch eure SEO voranbringen. Für mehr Infos zum Thema Gumbio SEO haben wir euch das Video oben rechts verlinkt. Ansonsten können noch mannigfaltige Veränderungen vorgenommen werden, die den Rahmen dieses Videos allerdings sprengen würden. Testet das Ganze einfach mal aus, geht in die verschiedenen Bereiche und macht euch vertraut mit den einzelnen Elementen. Ihr bekommt dann für alles direkt Rückmeldung im Hauptfeld, solange ihr euch auch in dem Bereich befindet, den ihr gerade bearbeitet. Achtet nur, wie bereits erwähnt, darauf, dass ihr in der Theme-Kopie arbeitet. Dann kann dabei nichts schiefgehen. Sollte es spezielle Fragen zur Gumbio-Theme-Erstellung und Anpassung geben, hinterlasst uns diese in den Kommentaren. Wenn ihr allerdings sagt, ihr wollt euch auf euer Kerngeschäft konzentrieren und die Shop-Optimierung in optischer, aber auch in SEO-Sicht lieber den Profis überlassen, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Seite, die wir oben rechts verlinkt haben. Sollte euch das Video weitergeholfen haben, würden wir uns über ein Like und Abo freuen. Und andererseits verpasst ihr dadurch keinen relevanten E-Commerce-Content mehr. Bis zur nächsten Folge, alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.